Die erste Talkshow der Woche freut mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Es geht um Ecopop. Ganz eine brisante Abstimmung. In weniger als 3 Wochen wissen wir, wie es rauskommt. Heute ist ein Gespräch im Rahmen dieser Sendung. Ich habe 2 Gäste bei mir. Christa Markwalder, FDP-Nationalrat, 8 Jahre Präsidentin der Neuen Europäischen Bewegung. Sie ist dort nicht mehr dabei, aber sie wollte immerhin noch den EU-Beitritt. Sie ist zwar Juristin, aber hat auch noch allgemeine Ökologie studiert. Dann ist da noch der Benno Bühler, diplomierter Agronom und hat auch Mathematik studiert, Mitinitiant von Ecopop. Jetzt müssen wir mal schauen, um was es geht. Es hat 2 Elemente bei Ecopop. Einerseits geht es eben um das Bevölkerungswachstum, 0,2%. Wie hat es ausgesehen im letzten Jahr? So viele Einwanderer, so viele Auswanderer. Der Saldo war dann 87'000. Und das soll letztlich mit der Initiative massiv reduziert werden auf 16'000. Das ist das Wichtigste. Das Kernstück, dann etwas noch Familienplanung, Entwicklungsländer. Über das aber wollen wir jetzt nicht reden, weil ich glaube, das ist nicht much entscheidend für diese Abstimmung. Also, lassen wir mal die einzelnen Sachen durchdeklinieren und fangen dann mal an mit folgendem. Ein Wort, das wir kennen, seit der Masseneinwanderung in erster Linie, dichter Stress. Herr Bühler, Sie haben sich mit dem beschäftigt. Wann ist auch dieser Begriff zum ersten Mal gekommen in die Schweizer politische Landschaft und von wem? Das würde mich auch wundern, weil von uns kommt er sicher nicht. Mal? Nein, also Ecopop hat das Wort dichter Stress nicht gebraucht. Was wir gebraucht haben, ist Frage, also Lebensqualität, Lebensgrundlagen, die natürlichen Lebensgrundlagen, dass man die bewahren muss. Und wir sagen einfach, ewiges Wachstum ist unmöglich in einem beschränkten Raum. Irgendwann müssen wir bremsen. Besser, wir mäßigen ein bisschen früher, als dass wir voll Karacho in die Wand fahren. Gut, Sie sind erst seit 2010 bei Ecopop, wissen es darum vielleicht nicht besser. Es ist von der Margrit Annenruf vor 27 Jahren in einem Leserbrief in der Neuen Zürich Zeitung unter dem Titel «Verkommt die Schweiz so gross Agglomeration?» Also vor 27 Jahren hat man schon den Begriff Ecopop und auch dichter Stress in die Diskussion gebracht. Selber auch überrascht? Ja, ich bin überrascht. Ich habe den Begriff das erste Mal im Vorfeld vor Abstimmung vom 9. Februar gehört und habe den Ursprung erfahren. Es geht nämlich um ein zoologisches Experiment mit Mäusen, die nachher in dichten Stress kommen, wenn es zu viele Mäuse im gleichen Käfig sind. Gut, aber wie wird das eigentlich politisch definiert bei uns? Also, es wird natürlich nicht politisch definiert, sondern es wird viel polemisiert. Weil letztlich müssen wir sehen, die Zuwanderung in der Schweiz, das ist Ausdruck von unserem Wohlstand, das ist Ausdruck von unserer Offenheit. Das hat die Schweiz zu einem der wettbewerbsfähigsten und innovativsten Länder weltweit gemacht. Und deswegen ist Zuwanderung auch Ausdruck von Wohlstand. Aber ist doch grossartig, mit dem Begriff, wo alle genau wissen, was es ist, obwohl man es nicht weiss. Immer wenn irgendwie Stau ist oder im Zug steht, hat man dichter Stress und ich muss nur richtig abstimmen und dann ist alles wieder gut. Überhaupt nicht. Schauen Sie, das Lustige an dem ist, Margrit Annenruf, das wissen Sie, ist FDP-Mitglied gewesen. Also ich glaube, Frau Markwald dürfte man sich selber in ihrem Umfeld... Sie war Präsidentin der Vorgängerorganisation von Ecopop. Genau. Unter dem Aspekt, also FDP-Mitglied, genau. Mal unter dem Aspekt anschauen. Ich glaube, Biologie kann zwar interessant sein, ist aber hoffentlich in diesem Fall für den Menschen nicht wirklich much entscheidend. Was es ja geht, ist, dass wir letztlich eine hohe Lebensqualität haben und ein Interesse, ein legitimes Interesse haben, die auch in Zukunft zu bewahren. Wir wissen alle, dass wenn wir einfach nur wachsen, es irgendwann stoppen muss. Und die Frage ist einfach, was für eine Qualität haben wir denn? Frau Markwald, eben dichter Stress, das funktioniert als Begriff. Was haben Sie dem entgegensetzen? Also, wie ich gesagt habe, es ist ein polemisierender Begriff. Ja, aber was können Sie dem entgegensetzen, wenn Leute sagen, ah, ich habe jetzt dichter Stress, ich stehe im Stau? Und haben Sie da irgendein Gegenargument? Ich frage einfach, ob die Leute, ja, haben zum Beispiel deine Arbeitswege zugenommen in den letzten Jahren? Meine hat zum Beispiel persönlich massiv zugenommen. Ich bin in der gleichen Stadt in die Schule gegangen und pendle heute von Burgdorf nach Zürich oder von Burgdorf nach Bern, je nachdem, ob ich politisch oder beruflich tätig bin. Und das machen viele. Sie pendeln weiter. Das heisst, die weiteren Pendlerwege geben natürlich auch mehr Aufkommen in den Zügen und auf der Straße. Aber es ist natürlich nicht so, dass einfach die Züge permanent immer überfüllt werden. Die Durchschnittsauslastung ist irgendwie 26%, über 24 Stunden. Wir sind einfach zu wenig flexibel, um uns besser zu organisieren. Aber das heisst, aber das, Sie tun es vom Kopf her sagen, aber dichter Stress ist ja mehr im Bauch, oder? Also wenn man mal in der S12 von Winterthur auf Zürich fährt, in der 2. Klasse,
in der Stoßzeit. Ganz normal, wenn halt die Leute arbeiten müssen oder am Abend zurückkommen, dann weiss man schon, was die Leute bewegt. Und natürlich, es ist unangenehm. Also man steht und es ist eine unglaubliche Stresssituation auch in diesen Zügen. Es ist unangenehm. Und das ist schon interessant, dass es nämlich in den letzten 12 Jahren um etwa 50% zugenommen hat, also Personenkilometerzug. Ich rede aber wegen dem trotzdem nicht von dir. Es ist eben das Zuwanderung, nicht. Das Problem doch, ist. Also schauen Sie, die Zuwanderung hat allein bei den Personenkilometern etwa 2/3 vom Zuwachs in den letzten 10 Jahren ausgemacht. Und in den letzten 7 Jahren hat es sogar noch einen höheren Anteil gehabt. Also, dass Zuwanderung dominiert als Treiber bei der Mobilität, das wissen wir. Es dominiert übrigens bei der Siedlungsfläche noch viel mehr. Bei der Siedlungsfläche wissen wir, dass es nur zu 80% sind, wo die Siedlungsfläche zunimmt aufgrund von Zuwanderung. Aber also aufgrund von Bevölkerungswachstum, von 1987, vor 27 ja. Jahren, hat Ihre Präsidentin das schon gebracht. Obwohl die Schweiz ganz anders aussieht, obwohl der Zug noch nicht so langfristig denkt. Ja, da gebe ich Ihnen recht, 100% recht. Aber oder? Den Trend hat man natürlich schon damals gesehen. Okay. Und dass man eben irgendwann stoppen müssen, das ist ja keine Frage. Aber das Ecopop-Rezept heisst doch jetzt einfach Bewegungsfreiheit einschränken. Also wenn man nach eurer Logik vorgeht, dann heisst es eigentlich, die Ausländer dürfen nicht mehr in die Schweiz kommen, respektive die Schweizer, die im Ausland leben, dürfen vielleicht auch mal nicht mehr zurückkommen, weil man das so ganz starr und krass limitiert. Gut, tun wir doch das mal unter dem Element bringen. Fremdenfindlich ist das gesagt worden. Frau Sommer-Ruge hat es so definiert. Die Initiative behandelt Menschen als Problem, das bekämpft werden muss. Ob gewollt oder nicht, dieser Ansatz ist fremdenfeindlich. Also. Herr Bühler, Gegenteil. Uns geht es darum, und 100% das Gegenteil. Uns geht es eben gerade darum, wenn man langfristig denkt, nicht nur ein Jahr oder 4 Jahre in den Zyklen von einer Wahl, sondern wirklich auf 20 oder 50 Jahre herausdenkt, muss man sagen, die Lebensqualität wird stark mitgeprägt durch die Frage, von wie vielen Menschen auf wie viel Raum am Schluss leben, arbeiten und überhaupt existieren. Und dort muss man schon sagen, ist es natürlich blind zu meinen, wir können immer wachsen und mit dieser Lebensqualität, wie wir sie heute in der Schweiz haben, wie wir sie an einem gewissen anderen Ort auf der Welt haben, kann erhalten. Für mich ist die Initiative mehr freiheitsfindlich und menschenfindlich. Weil sie untersteht letztlich ja nicht zwischen Schweizer, wie zum Beispiel Zurückkehrer, Heimwanderer, Auslandschweizer, die wieder in die Schweiz zurückkommen, und Ausländerinnen und Ausländer, die daher kommen, leben und arbeiten. Und freiheitsfindlich ist sie, insofern sie schränkt uns ein. Und zweitens, eben, dass sie menschenfindlich ist. Sie hat einfach auch ein Menschenbild, wo der Mensch als Problemfaktor für die Umwelt anschaut. Und das widerspricht vollständig meinem liberalen und humanistischen Menschenbild. Also habe ich das gleiche humane Bild, nämlich wir wollen das Beste für die Menschen. Und wenn man das macht, muss man einfach über den Tellerrand rausschauen und dann an die Zukunft denken. Und dann merkt man, aber schauen wir mal in die Vergangenheit. Im Jahr 1900 hat es 1,6 Milliarden Menschen gegeben. Heute sind es 7 Milliarden. Es hat etwa 4 Millionen in der Schweiz gegeben. Heute sind es 8 Milliarden. Haben Sie das Gefühl, die Leute haben dort besser gelebt? Die Lebenserwartung war besser, der Wohlstand war besser im Jahr 1900 als heute. Oder sind nicht die letzten 70 Jahre eigentlich die besten Jahre der ganzen Menschheit? Ich glaube, wir haben in dieser Zeit für viele, für die meisten auf der Welt, eine wunderbare Entwicklung gehabt, bessere Lebensqualität. Aber der Trend hat natürlich ein Ende, ein absehbares Ende. Und ich glaube, wir haben etwa den Peak erreicht. Langsam fängt es sich an zu senken. Ich glaube, für die meisten Menschen in der Schweiz, wenn sie gerade die Wirtschaftssituation anschauen, hat es in den letzten 5 bis 10 Jahren wie einen Knick gegeben. Bis dahin haben wir immer, ich sage jetzt mal, eine bessere Zukunft gehabt. Jetzt fängt es erst mal so auszusehen, dass wir zwar wirtschaftlich insgesamt wachsen, pro Kopf hingegen stagnieren. Und wegen der höheren Lebenskosten, die wir haben, wegen der Dichte, ja, ein Stückchen muss man das sagen, wegen der Dichte, die wir haben, die Lebensqualität sinkt. In England ist sogar eine grosse Untersuchung gemacht worden, die Zukunftserwartung der jungen Generationen abgefragt hat. Und es ist das erste Mal, eigentlich seit Jahrhunderten, dass in England heute die Leute für die Zukunft eine schlechtere Prognose ausstellen. Früher hat man immer gesagt, in Zukunft wird es noch besser. Das ist vorbei. Frau Markwalder? Ich bin auch eine Zukunftsoptimistin, die allerdings die letzten 70 Jahre nicht mit persönlicher Erfahrung überblicken kann. Aber ich würde schon sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg und nicht zuletzt durch das, dass die Schweiz vor beiden Weltkriegen ist verschont geblieben, ist jeder Generation besser gegangen. Und ich sehe das jetzt auch bei mir selber. Also die Lebensqualität, wenn ich die heute vergleiche, Infrastrukturqualität, Möglichkeiten von Bildung, Weiterbildung, Chancen in dieser Gesellschaft, wir haben wirklich uns in den letzten Jahren verbessert. Ich bin aber auch ein Kind der 90er Jahre. Also ich habe nicht vergessen, wie es uns damals ging, nach der Ablehnung des EWR, nach dem so schrittweise mühsamen Aushandeln, Öffnen von bilateralen Verträgen, die Ecopop übrigens frontal angreift. Und diese Zeit die ist mir auch noch bewusst, aber dann hat man nachher auch Reformen eingeleitet, die uns auch den Wohlstand und das Wachstum bis heute ermöglicht haben. Also, ökonomisch mit der Frage auf der Zunge, wenn Sie sagen, in den letzten Jahren ist es schlechter gegangen, das stimmt, aber ist das nicht die Auswirkung von der
Finanzkrise, die in Europa zu dieser grossen Verschuldung geführt hat, dass das sogar in der Schweiz immerhin noch zu einer ganz tiefen Arbeitslosigkeit von 3% geführt hat. Also wir sind eigentlich weggekommen. Also diese Szenarien muss man doch auch aufgrund von dieser weltweiten Entwicklung gerade von den letzten 5 Jahren anschauen. Da gebe ich Ihnen recht. Was spannend ist, wenn Sie das Jahr 2000 bis 2007 die Periode vergleichen mit 2007 bis 2013, dann haben Sie in beiden Perioden starke Finanzkrisen. Nein, Finanzkrise ist 2008. Die Börse um ein Drittel runtergesackt. Aber zweite... Wir haben den Irakkrieg gehabt, im 2001, 2002. Hat gigantische Auswirkungen gehabt, global, auf den Handel, auf Öl und so weiter. Wenn man die beiden Perioden einander gegenüberstellt, stellt man einfach fest, wir haben pro, also real pro Kopf ein BIP-Wachstum gehabt in der ersten Periode 2007, vor der Personenfreizügigkeit von 1,7%, seither ist es auf 0,3% runtergefallen. Wenn man die Arbeitsproduktivität anschaut, die ist bis 2008 gestiegen, seither sinkt sie. Wenn man die Stellen anschaut in der Industrie, haben wir in der ersten Periode vor Personenfreizügigkeit 53'000 geschafft in der Industrie. Jetzt haben wir 3'000 vernichtet in den letzten 7 Jahren. Ja. Das heisst, was wir machen, ist eigentlich, wir die ganze Wirtschaft strukturell umbauen, richtig Ineffizienz, richtig tiefere Wohlstand pro Kopf. Frau Markwalden? Also, ich staune natürlich schon, wenn der Herr Bühler zuerst den Gegner von seiner Initiative vorwirft, wir schauen nicht über den Tellerrand aus und dann die Statistiken zelebriert, die ich einfach entgegensetzen möchte, dass genau dank unserer Offenheit, dank der Personenfreizügigkeit, wir auch sehr viel Brain in das Land geholt haben. Wir konnten Innovation schaffen, wir konnten unseren Wohlstand verbessern, die Medianlöhne sind gestiegen in den letzten Jahren und deshalb ist unser Gesamtwohlstand hängt eben stark davon ab, wie wir unsere Zuwanderung organisieren. Bis jetzt hat sie den Arbeitsmarkt geregelt und das hat viel besser funktioniert, als wenn die Politik die Aufgabe übernimmt. Und ich werde ja dann sehen, wie das CRD um ein Kontingent von 16 oder 17'000 Menschen pro Jahr, die noch zuwandern in die Schweiz, losging. Wenn es darum geht, von ETH-Professoren versus, Leute, die in Ernte kommen, den Bauern helfen oder medizinisches Pflegepersonal und Ärzte etc. Also, das die Wirtschaft sagt also, glaube ich, etwas. Aber schauen wir doch etwas anderes an. Ökologischer Fußabdruck ist ganz ein wichtiges Thema für Sie, Herr Bühler. Was sind die grossen Gefahren? Ist das in erster Linie die Zahl der Menschen? Oder ist es der CO2-Ausstoß, Global Warming? Ist das eine Bedrohung für uns? Oder ist es die Zersiedelung? Was würden Sie sagen, Herr Bühler? Ja, was ist das Größte? Ist das Problem, dass man es eben gerade nicht mehr eindimensional anschauen kann. Ecopop hat sich schon immer auf den Standpunkt gestellt, dass wir alles, was sinnvollerweise gemacht werden kann, simultan machen. Bis jetzt hat man einfach in der globalen und in der lokalen Umweltpolitik die Menschenzahl ignoriert, aus ideologischen Gründen. Ideologisch, und wir sagen, man kann sich das eigentlich längst länger nicht mehr leisten. Man muss auch bei der Menschenzahl her schauen. Und das ist übrigens auch der Standpunkt von der UNO. Wenn Sie die Agenda 21 anschauen, dann verlangt die explizit, dass jedes Land national eine Bevölkerungspolitik fahren soll, dem Nachhaltigkeitsgebot gerecht wird. Okay, Frau Markwalden, was meinen Sie, was ist da die grösste Gefahr, die da kommt in Sachen ökologischer Fußabdruck? Also ich glaube, für die Schweiz als Alpenland ist natürlich die Frage des Klimawandels essentiell, weil auch lebensbedrohlich für die Lebensräume in den Alpen. Also Stichwort Absenkung, Permafrost und dann mehr Geröll, Lawinen etc. Und ich denke, wir haben das Problem der Zersiedlung sind wir am lösen. Wir haben eine Raumplanungsgesetzrevision gemacht, die erfolgreich ist, nachher eine Urne durchgekommen, die zwar bekämpft worden ist, übrigens von den Kreisen, die Ecopop unterstützen. Das also, nicht. Natürlich, nein, also, Entschuldigung, darf ich noch rasch fertig reden? Es wäre nett, wenn ich... Ich sage Leute, die euch... Ja. Initiativen unterstützen. Aber das zeigt ja gerade den Widerspruch oder einen der grossen Denkfehler von dieser Initiative. Sie misst nicht den ökologischen Fußabdruck pro Kopf, sondern sie misst einfach die Bevölkerungszahl. Das heisst, es spielt eigentlich keine Rolle, wie viel Energie jemand verbraucht, wie viel CO2 jemand ausstößt. Nein, nach eurer Initiative, nein, aber genau nicht. Eure Initiative ist eine eindimensionale und eine mehrdimensionale Initiative. Sie sind lustig. Zuerst werfen Sie uns eine der Materie vor, die nicht gewährleistet sind, und dann verlangen Sie, dass man sie noch viel breiter müssen aufstellen. Das ist ja der Grund, warum wir uns auf eine Dimension konzentrieren müssen. Weil wir sind 100% der Meinung, dass man alle Dimensionen, auch am Pro-Kopf-Verbrauch, müsste nachgehen und übrigens auch nachgehen tun. Gut, es also, nützt also reden wir doch über das. Sie sind ja nicht die grossen Vorbilder von der Dimension. Über das verdichtetes Bauen, das ist eins für Ihre Zeit. Wie wohnen Sie, Herr Bühler? Ich wohne auf 35 Quadratmeter Wohnfläche mit meinen 2 Familienmitgliedern. Sie wohnen auf 1800? Ich wohne auf 35 Quadratmeter Wohnfläche in einer kleinen Häuschen. Ich wohne nein, aber Sie... Nein, aber wieso können
Können Sie das jetzt nicht sagen? Und Ihr Präsident hat, glaube ich, 7000 Quadratmeter. Das Land, auf dem ich bin, wird teilweise landwirtschaftlich genutzt. Das ist aber richtig. Ist das Siedlung? Aber was ich brauche als Siedlungsfläche, das heißt, wo das Haus drauf steht, das ist sehr klein. Wir haben eine sehr kleine Wohnfläche. Jetzt wie ist es bei Ihnen, Frau Markwalder? Ich habe leider meine Wohnfläche noch nie gemessen, aber ich wohne im Haus, wo meine Großeltern ein Leben lang drin gewohnt haben. Und ich bin seit 10 Jahren dort und meine Großeltern haben dort 50 Jahre gewohnt. Aber glauben Sie, dass man das anbringen kann, dass man verdichteter bauen kann? Jetzt, wo man gemerkt hat, dass da vielleicht auch wirklich Probleme auftauchen, wird man das auch realistisch umsetzen? Ja, also ich bin davon überzeugt, dass man gerade in den Städten und Agglomerationen, wo eh die Siedlungsweise schon relativ dicht ist und wo die Leute bewusst diese Wohnform wählen, dass man dort noch mehr machen kann mit verdichtetem Bauen. Aber es stehen sich da natürlich auch immer wieder ein bisschen unterschiedlichste Interessenlagen gegenüber. Aber ich glaube, das ist der Weg in die Zukunft. Sind Sie dafür, auch für verdichtetes Bauen? Ich bin dafür, selbstverständlich. Das Problem ist aber ein anderes. Verdichtetes Bauen verstehen viele Leute als verdichtet Wohnen. Sie wissen aber, dass 2/3 der Siedlungsfläche gar nicht Wohnflächen sind, sondern z.B. Strassen, Schienen, z.B. Industrie- und Gewerberäume, z.B. Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitanlagen. Das heisst, wenn man von Verdichtung reden, merkt man, dass es eigentlich nur sehr beschränkt kann nützen kann. Es tut zwar die Wachstumsrate der Siedlungsfläche ein bisschen senken, das ist erfreulich, sehr positiv, aber es tut den Zeitpunkt, wo wir die ganze Schweiz zugebaut haben, lediglich ein bisschen in Zukunft schieben. Das Problem lösen kann es nicht. Und wenn Sie gerade Zürich anschauen, Zürich hat jetzt eine neue Bau- und Zonenordnung als Entwurf. Und wenn Sie schauen, wie die Grüne Partei selber dagegen opponiert, dass man flächendeckend Quartiere jetzt abreisst und erhöhen tut, dann glaube ich, überrascht es uns nicht mehr, dass auch dort kein Zaubermittel zu erwarten ist. Es ist ein sehr problematisches Instrument, wenn man gewachsene Siedlungsstrukturen flächendeckend abreissen muss. Also sind Sie dagegen? Bauen. Nein, ich bin dafür. Aber ich sage einfach, aber darf ich noch es ist ein Verständnisfrage. Wenn jetzt die Leute verdichtet wohnen, gemacht wird. Da brauchen sie auch weniger Strassen, oder? Weil dann müssen sie ja nicht mehr so weit fahren. Sofern die Arbeitsplätze und die Erholungsräume und die Einkaufsmöglichkeiten und alles, was sie auch noch brauchen, auch sehr dicht ist. Ja. Aber ich glaube, dort werden sie auch in der bestgeplanten Stadt irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Gut, reden wir über das nächste Thema, das hier auch noch reinspielt, die demografische Entwicklung. Man weiss, wir haben eine Überalterung, Lebenserwartung. Erfreulicherweise geht auf, und zwar massiv auf. Es kommen nicht mehr die neuen Generationen in ausreichender Zahl nach. Wie sehen Sie den Aspekt im Zusammenhang jetzt auch mit Ecopop? Also unsere demografische Entwicklung zeigt uns, dass wir Einwanderung brauchen. Eben auch aus demografischen Gründen, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, nicht nur wegen Fachkräftemangel, sondern wir brauchen zum Beispiel die Leute, das Pflegepersonal, die Babyboomers, die jetzt in Rentenalter kommen, im Alter pflegen. Und das heisst, dass die Einwanderung ganz wichtig ist, auch als gesellschaftliches Element, nebst dem, dass sie auch eine Bereicherung für unsere Gesellschaft ist. Und Sie, Herr Wilder? Ich finde das einen unglaublichen Egoismus. Alle Länder rundum in Europa haben eine ähnliche demografische Struktur wie die Schweiz. Selbstverständlich wird das, was bei uns reinkommt, an einem anderen Ort umso mehr fehlen. Also das geht nicht auf. Das andere geht aber auch nicht auf. Wenn Sie es jetzt temporär wären, vielleicht die nächsten 10, 20 Jahre können dämpfen können, den Bedarf an Arbeitskräften, dann werden Sie später noch umso gröbere demografische Probleme haben. Weil auch die Leute, die kommen, haben nicht mehr Kinder. Wir müssen die Demografiestrukturbrüche, die wir jetzt hier in der westlichen Kulturen haben, selber können lösen, selber richtig in den Griff bringen. Und ich sage, es ist viel leichter, das mit 8 oder 9 Millionen, mit 8 oder 9 Millionen zu lösen, als zuerst auf 12 Millionen zu wachsen und dann in einem viel grösseren Kontext die gleichen Probleme zu lösen. Ein Land, das eine Art Ecopop hat, noch viel extremer, ist Japan. Dort wird seit 50 Jahren keine Einwanderung mehr zugelassen, auch aus rassistischen Gründen, man will keine andere haben. Die Gesellschaft ist total überaltert, also so wie wir etwa in 20 Jahren werden sein. Die Wirtschaft stagniert, der Staat ist verschuldet und die Alten werden zunehmend von Robotern. Oder werden die betreut? Ist das die Zukunft hier auch uns erwartet? Also das erste Mal ist Japan für mich ein positives und ein negatives Beispiel. Negativ im Sinne von abgeschoten, da gebe ich Ihnen recht. Das wäre in der Schweiz mit Ecopop überhaupt nicht. Doch, die Schweiz hätte die mehrfach höhere Bruttozuwanderung nach Ecopop, als es die umliegenden europäischen Staaten haben. Wir hätten über 1% Bruttozuwanderung mit Ecopop. Das heisst, wir wären immer noch ein sehr weltoffenes Land. Aber jetzt schauen Sie bei Japan. Japan ist insofern für mich ein positives Beispiel, als sie es schaffen, pro Kopf eine wirtschaftliche Qualität zu halten, wo immer als nicht haltbar in der Schweiz angeschaut wird. Und man sieht im Fall von Japan, dass das eigentlich sehr gut möglich ist, wenn man es will. Frau Markwalder, Sie sind zeitlich schaurig im Hintertreffen. Ja. Also bitte.
Also Ecopop würde uns selbstverständlich enorm abschotten. Also ich bin jetzt auch gerade das Wochenende sehr stark geprägt vom Jubiläum vom Mauerfall. 25 Jahre ist Berliner Mauer weg. Ich war vor Ort. Das war grossartig. All die Bilder gesehen, wie die Menschen in den Westen sind geströmt. Sie haben mit den Füßen abgestimmt, weil sie in einem geschlossenen System waren. Und Ecopop will eigentlich auch ein geschlossenes System für die Schweiz bringen, mit dieser starren Zuwanderungsquote. Und die Abgeschottetheit, die hat, man hat gesehen, die hat die DDR in Bankrott gebracht, die hat den Bürger keine Freiheit gelassen. Aber gut, das ist ein anderes System, das ist ein kommunistisches System, das könnte ich nicht so vergleichen. Man will die Schweiz wirklich vor der Zuwanderung fernhalten. Ich meine, 16'000 Leute. Wenn ihr sagt, nein, es dürfen 100'000 kommen, dann sagt ihr, sage ich, gut, wenn wir am Anfang 86'000 gesehen von letztem Jahr, dann ist das auch Nettozuwanderung. Also wir reden von 86'000 auf 16'000. Und nochmal, das Gezerre, wer nachher welche Arbeitskräfte darf anstellen, Erntehelfer versus Pflegekraft etc. Ich finde das wirklich... Also, da kommt gerade zum ersten Element natürlich unser Verhältnis zu Europa, die bilaterale. Frau Sommaruga hat folgendes gesagt. Der bilaterale Weg in dieser Form wäre mit der Ecopop-Initiative nicht mehr möglich. Also, und das hat nicht nur Sie gesagt, auch die anderen Bundesländer, vor allem die Burkhalter. Was sagen Sie da dazu? Sie wollen ja, dass wir in die EU gehen, oder? Und jetzt ist sogar die bilaterale Situation in Gefahr. Ja, also, und zwar aus eigenem Verschulden, oder respektive wir können das noch abwenden. Aber wir haben schon mit dem bilateralen Problem seit dem 9. Februar, wo wir schon die Quadratur des Kreises probieren zu machen, wie wir den Volkswillen vom 9. Februar umsetzen und gleichzeitig Personenfreizügigkeitsabkommen im Grundsatz mit der EU weiterführen. Mhm. Personenfreizügigkeit ist das Kernstück von der bilateralen Eis. An dem hängen alle anderen bilateralen Verträge auch. Und die sind für die Wirtschaft massgeblich, weil wir haben seit wir die in Kraft sind, hat die Schweiz deutlich an Wohlstand zulegen. Und Ecopop ist einfach quasi, wenn der 9. Februar der Putsch war, ist das der Frontalcrash, wo man nachher die Bilateralen nicht mehr retten. Also, Herr Bühler, einfach ganz präzise, sind Sie der Meinung, das ist egal, wenn jetzt die Bilateralen wegfallen? Das ist eine komplett falsche Informationslage, glaube ich, hier. Die Bilateralen sind ja nur die Bilateralen 1, wo die Personenfreizügigkeit ja, dazugehört. Das ist ein bestimmter Vertragswerk, seit 2002 in Kraft, wo seit 2007 die volle Personenfreizügigkeit gilt. Und wenn Sie zum Beispiel die Kolumne von Herrn Stram gelesen haben, wissen Sie, dass 95% von unserem Außenhandel mit der EU überhaupt nichts zu tun mit den Bilateralen, sondern eine WTO-Garantie sind. Das heisst, wir haben sowieso den Marktzugang. Und wenn Sie am Herrn Nosel seine Aussage gehört, als Wirtschaftsvertreter und FDP-Nationalrat, dann wissen Sie, dass die bilateralen 1 heute eigentlich nur noch Contité Négligeable sind. Das wird von unseren politischen Gegnern... Der Bundesrat lügt uns an. Selbstverständlich. In diesem Punkt wird bewusst ganz viel Desinformation betrieben. Darum reden wir ja nur von den bilateralen und nicht ganz konkret von den bilateralen 1. Das ist eine bewusste Irreführung. Das ist überhaupt keine Irreführung. Ich habe noch mal gesagt, bilaterale 1, Personenfreizügigkeit, ist das zentrale Abkommen für die Wirtschaft. Oder ohne das Abkommen hätten wir noch ein Kontingenzsystem, wie in den 90er Jahren beispielsweise. Wir haben nicht die gewünschte oder die von der Wirtschaft unbedingt gebrauchte Migration gehabt. Wenn sie Politik verwaltet und administrativ steuert, dann ist es ziemlich ineffizient. Personenfreizügigkeit hat uns ein effizientes Mittel in die Hand gegeben. Und noch mal, die Einwanderung, die wir in die Schweiz haben, das ist ein Ausdruck von unserem Erfolg, vom Erfolgsmodell Schweiz. Und das seid ihr einfach bereit, leichtfertig vorzuwerfen. Das Zweite ist, wenn ihr könnt schon technokratisch argumentieren mit bilaterale 1, bilaterale 2. Wir probieren ja den bilateralen Weg zu retten mit den institutionellen etc. Aber überlegt euch doch einmal das Big Picture. Oder? Ich meine, Großbritannien fängt auch an, auf einem relativ populistischen Nährboden über die Beschränkung von Migration debattieren. Und die EU ist sicher nicht bereit, der Schweiz irgendwelche Zugeständnisse zu machen, die in die Richtung gehen, die das fundamentales Prinzip in Europa verletzt, wo sie nachher innerhalb der EU ein eigenes Problem kreieren. Also, das Ganze findet ja auf dem Hintergrund von der Masseneinwanderungsinitiative statt, die ja mit 50,3% am 9. Februar angenommen worden ist. Jetzt geht es um die Umsetzung und das ist eine Stimme aus der SVP. Die wird natürlich praktisch zur Durchsetzungsinitiative, wenn man sieht, dass der Bundesrat nicht reagiert. Bis die Ecopop-Initiative zur Abstimmung kommt. Dann wird die durchkommen und wird unsere sozusagen durchsetzen. Also, warum
ist denn die SVP-Spitze gegen Ecopop? Wenn jetzt Luzi Stamm so ganz anders argumentiert, mit der Argumentation der Bundesrat, hat das Ganze nicht im Griff. Also eigentlich müssen Sie ja das die SVP-Spitze fragen. Aber ich kann Ihnen nur eine Hypothese sagen. Ja. Und ich denke, es gibt auch zwei mögliche Hypothesen, unter anderem. Das eine ist, dass die SVP natürlich ein Interesse daran hat, nicht wirklich das Problem, das man mit der sehr hohen Migration hat, echt zu lösen. Weil das generiert Ihnen auch in Zukunft Wählerstimmen. Und das zweite ist, dass die SVP-Spitze für die gesamte Elite in der Schweiz, also in der Politik und in der Wirtschaft, ein kurzfristiges Profitinteresse hat und gerne alles macht, um einfach möglichst schnell und möglichst viele Franken ins eigene Portemonnaie zu lenken. Und da ist die SVP-Spitze nicht besser und nicht schlechter als das SP, GP, FDP und so weiter. Ja, Mann, das ist jetzt schon ziemlich abenteuerlich, was Sie sagen. Was sagen Sie da dazu? Ja, also ich finde eben die Haltung wieder sehr speziell, oder? Also, dass quasi alle nur profitgierig sind und für das ganz viele Menschen aus aller Welt in die Schweiz hineinbringen. Das ist der Kern der Personenfreizügigkeit. Nein, der Kern der Personenfreizügigkeit ist, dass ist doch das Freiheitsrecht den Menschen gegeben wird, dort Arbeit zu suchen. Wenn man Arbeit hat, darf man kommen. Deswegen ist ja der Arbeitsmarkt. Ausbeutungssystem. Hättet ihr lieber ein kommunistisches Ausbeutungssystem? Der Großpräsident von der ADECO hat es auf den Punkt gebracht. Er ist ja der grösste Stellenvermittlerchef, wenn man so will. Und er hat gesagt, man kann nicht die Zuwanderung am Markt überlassen, wenn man das langfristig macht. Dann tut es die Jüngere, also es tut eigentlich alle bestehenden Arbeitnehmer durch jüngere, billigere ersetzt von Europa. Und das ist weder gesellschaftlich noch wirtschaftlich nachhaltig. Das sagt Herr Döring. Das stimmt. Und das ist genau, was passiert. Wir haben ein Durchflusssystem, wo die Leute in der Arbeitslosigkeit bleiben. Die also wir haben die höchste Arbeitslosigkeit im ganzen Europa. Wir messen es nicht. Was? Wir messen es ja nicht. Wir führen ja die Leute, die ausgesteuert sind, gar nicht in der Statistik. Jetzt ist die neue Arbeitslosenstatistik rausgekommen. Und wir haben festgestellt, dass die Arbeitslosigkeit von 3% auf 3,1% zugenommen hat, auch aus saisonalen Gründen. Also, ihr könnt jetzt einfach nicht von Massenarbeitslosigkeit reden. Nein, ich kann nicht von Massenarbeitslosigkeit, aber ich sage, wir haben ein Strukturproblem. Also, wir sind am Schluss dieser Sendung. Es wird ganz emotional noch diskutiert. Mhm. Es wird sachlich argumentiert, wie wir das zum Teil gehört haben. Aber das Ganze wird eine sichere Abstimmung sein, die die Zukunft der Schweiz wird bestimmen, vielleicht auf viele Jahre raus. Wenn wir schauen, wie das rauskommt, möchte ich mich bedanken bei Christa Marquardt. Danke vielmals, Herr Bühler. Und übrigens, morgen Abend im Club «Lehrer am Limit», ganz ein anderes Thema, aber ebenfalls ganz aktuell ist. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.